Asterix und Obelix sind zurück mit einem neuen Abenteuer, der Papyrus des Cäsar. Es ist das 36. Heft der Reihe. Fans können sich auf eine vertraute Mischung freuen. Die Gallier verhauen Römer, essen Wildschwein und alle außer Obelix dürfen Zaubertrank trinken. Alles wie immer also im gallischen Dorf, aber es geht auch um aktuelle Themen. Ein Whistleblower streift durch den Wald, es gibt eine Art antikes soziales Netzwerk und Erzfeind Julius Cäsar hat eine neue Waffe, seinen Kommunikationsberater Syndikus. Asterix und Obelix sind in Frankreich Nationalhelden und werden in über 100 Sprachen und Dialekte übersetzt. 365 Millionen Hefte der Reihe wurden bisher weltweit verkauft. René Goscinny und Albert Uderzo haben die schlagfertigen Gallier Ende der 50er Jahre erfunden. Zeichner Didier Conrad und Texter Jean-Yves Ferry führen das Werk weiter. Die beiden haben schon angekündigt, es wird auch ein 37. Asterix- und Obelix-Abenteuer geben.